Wir haben jetzt 11.30 Uhr hier bei uns am Forum Digitalisierung praktisch gestalten und jetzt haben wir ein ganz wichtiges Thema, die digitale Planungsmethode BIM. Für welche Betriebe ist sie relevant? Eigentlich für alle. Ich freue mich sehr jetzt auf Peter Kaiser, Geschäftsführer Kaiser am GmbH und er ist außerdem technischer Delegierter im ZVEH. Herr Kaiser, schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Einen wunderschönen guten Morgen, danke für die Einladung. Und Sie haben uns eine PowerPoint mitgebracht, erzählen so ein bisschen, was Sie machen und wir haben eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen die Relevanz von BIM erläutert und Sie haben gesagt, das ist so krass, dass daran jetzt bei dem Thema, da wird es einige Betriebe gehen, die pleite gehen, weil sie einfach nicht rechtzeitig darüber nachgedacht haben. Richtig, wenn ich ins Zuschauerpodium stehe, dann sehen wir, wie wenig Relevanz es hat, aber es hat enorme Relevanz, weil bei Bund und Ländern wird ab 2025 BIM verpflichtend sein und Firmen, die sich darauf nicht eingestellt haben, werden angestammte Auftraggeber verlieren, auch im Bereich großer Dienstleister, Lebensmittelkonzerne, große Industrie stellt momentan um. Und wer als ausführende Firma BIM nicht kann, wird diesen Kunden schlichtweg verlieren. Herr Kaiser, bevor wir gleich in die Fragen einsteigen, vielleicht auch mal grundsätzlich definieren, was BIM eigentlich bedeutet, was dahinter steckt und woher das eigentlich kommt. Es gibt es ja sogar schon ein bisschen länger. Vielleicht nochmal zwei, drei Folien haben Sie mitgebracht zu dem, was Sie so den ganzen Tag über machen. Ich würde es vielleicht gleich anhand der Präsentation machen, weil da doch ist besser. Das im Prinzip sehr gut erklärt. Ja, gerne. Na? Also mein Name ist Peter Kaiser, ich bin Inhaber von einem Fachplanungsbüro für technische Gebäudeausstattung. Wir planen Elektro- und Heizung, Sanitär, aber auch die Ehre, dass ich bundesweit für ganz Deutschland verantwortlich sein darf für die Einführung von BIM in der Elektrotechnik. Ich bin der Vertreter des deutschen Elektrohandwerks, der 50.000 Elektrofirmen, aber auch des Normenkomitees beim DNVDE. Warum machen wir die ganzen Geschichten? Dieses Bild soll stammen vom Berliner Flughafen für die Leute aus der Heizungs-Sanitär-Welt. Das ist ein Brandschott-Schild. Das heißt, es soll beweisen, dass dieses Brandschott da oben, er muss ja hierhin zeigen, ne? Dass dieses Brandschott normgerecht ist und angebracht, was aber gar nicht sein kann, weil dann dürfte keine Leuchte durch die Wand gehen. Es kann also keine Brandwand sein. Es soll vom Berliner Flughafen stammen, dieses Bild. Und es zeigt einfach die Komplexität, die heute Bau hat, seit ein paar Jahren. Und dass man das mit alten Methoden eigentlich gar nicht mehr lösen kann. Warum ist das so? Wir hatten bisher 2D-Pläne und sollten durch den Blick von oben erkennen, ob das alles geht. Das geht aber gar nicht mehr, weil wir vieles so gar nicht mehr sehen. Seit dem Brandenburg-Düsseldorfer Flughafen und seit der Problemchen mit der Energieeinsparverordnung, Lüftungsanlagen, kein Fenster mehr auf, brauchen die HLS-Kollegen plötzlich die Räume, wo bisher meine Kabeltrassen waren. Deswegen haben wir ab sofort eine 10D-Modellierung von Gebäuden in der Planung, aber auch bei den Heiz- und Sanitär-Elektrofirmen in der Werk- und Montageplanung, aber auch in der Dokumentation. Gebäude werden heute bereits so gebaut und dokumentiert, dass der Kunde anschließend über Jahrzehnte mit dem Ergebnis, mit der Dokumentation, mit dem Modell leben kann. Und wir haben eben 3D, wir bauen das Gebäude komplett nach, grafisch, aber auch technisch. Heizung Sanitär muss virtuell in dem Modell schon funktionieren, bevor es überhaupt gebaut wird. Aber auch Themen wie Angebotserstellung werden auf dem manuellen Weg verschwinden. Es wird keine Bauzeitenpläne mehr geben. Das riesige Thema Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck, kommt mit großen Schritten. Den könnte man manuell gar nicht mehr berechnen, weil der Aufwand enorm ist. Ein Beispiel aus der Welt Nürnberg. Da hatten wir 72 Wohnungen für Elektro. Das sind alleine 12.000 Elektrobauteile drin. Für 12.000 Elektrobauteile kann niemand mehr den CO2-Fußabdruck von Hand zusammenrechnen. Wie geht es weiter in der Geschichte? Was passiert? Wir bauen das Gebäude erst digital nach, wie früher der Architekt seinen Pappkarton. Pass auf. Nee, lass dich Zeit, Herr Kaiser. Ich gucke nur zwischendurch mal auf die Uhr. Gut. Aber Sie haben alle Zeit der Welt, weil ich finde das ganz spannend und ich finde, das wird auch anhand der Präsentation noch deutlicher, als wenn wir es anders machen. Kommt gleich. Wir bauen das Gebäude nach, wie führt der Architekt den Pappkarton, aber komplett digital, auch die Technik. Das ist ein schönes Beispiel, das ich immer gerne benutze. Das ist eine Kindertagesstätte hier im Raum. Die farbigen Flecken sollen Brandschutzdecken sein. Da läuft eine Architektin voraus und sagt, naja, so und so ist die Brandschutzdecken. Wir alle verstehen es schon nicht, aber es ist extrem relevant. In Wirklichkeit schaut die Decke so aus. Und da, wo bisher immer Elektrotrassen waren, sind jetzt Heizungs-Sanitär-Trassen. Und wir müssen uns im 2D überlegen, ob, wenn das alles Heizungs-Sanitär ist, ob wir mit Elektrotrassen noch vorbeipassen. Und es geht schlichtweg nicht, es geht manuell nicht mehr. Das muss man heute elektronisch überwachen. Anderes Beispiel, auch hier aus der Region Lebenshilfewerkstatt. Diese braune Linie ist eine Kabelrinne, 200x60. Wenn Sie jetzt Handwerker sind, sollen das Ding bestellen, nehmen Sie Ihr Metermaß, nehmen Sie Ihr Lineal, messen, keine Ahnung, 20 cm.
multiplizieren mit 1 zu 50, kommen 10 Meter raus, bestellen Sie 10 Meter, richtig? Leider völlig verloren, weil die Kabelrinne schaut völlig anders aus. Die geht nach oben und nach unten, ist viel länger und hat auch noch Abzweigstücke. Oder anderes Beispiel, Sie sollen hier in einem großen Projekt 370 Wohnungen, 370 Stromzähler einplanen. Mit enormen Aufwänden müssen Sie beweisen, dass das reinpasst. Geht manuell eigentlich überhaupt nicht mehr. Wo geht es künftig hin? Künftig ist das Modell nachgebaut, elektronisch. So eine Linie ist zum Beispiel auch, muss ich mal gucken, dass die anderen sehen, ne? Ist eine Berechnungslinie, diese farbige Linie, diese blaue, da weiß zum Beispiel das Haus schon, die Software, wie viel Strom darüber fließt und berechnet einfach, welche im Elektrobereich, welche Verluste da sind, bei Ihnen Druckverluste und so Geschichten, macht die Software dann völlig alleine. Und es kommen dann, und das ist ganz wichtig, das wird heute verlangt, es darf keine manuellen Ermittlungen mehr geben. Das heißt, große Projektsteuerer verlangen, dass sie nicht mehr mit Bleistift die Produkte zählen, das Angebot rausmachen oder Aufmaße werden verschwinden. Es wird keine Aufmaße mehr geben in Kürze, sondern es wird nur noch modellbezogen berechnet. Das heißt, aus Ihrer CAD-Software muss die echte Menge rauskommen, ähnlich wie vorhin bei der elektronischen Rechnung, so digitalisiert. Gehen wir ein bisschen drüber. Wichtig, interessant, weil wir ja ein riesen Rechtsproblem haben in Deutschland. Sie schließen als Handwerksfirma einen Vertrag mit dem Endkunden. Und dann gilt dieser Vertrag heute nicht mehr, auch wenn er unterschrieben ist. Pacta sunt servanda gibt es nicht mehr, sondern Sie müssen immer den Empfängerhorizont beachten. Das heißt, Sie müssen sich bewusst sein, ist auf der anderen Seite ein Lehrer, der gar nicht versteht, was in dem Vertrag steht. Und wenn der später sagt, das habe ich falsch verstanden, dann gilt, was er denkt und nicht, was im Vertrag steht. Und digitale Modelle, wenn Sie mit dem Kunden das Thema 3D begangen haben, dann hat er es mit eigenen Augen gesehen. Und dann kann er nicht mehr sagen, das hat er falsch verstanden. So schaut es aus. Künftig gibt es nur noch eine IFC, nur eine Datei, keine DBGs mehr. Sie kommen im 3D vom Architekten, komplett fertig das Gebäude. HLSK schaut so aus. Jedes einzelne Teil sehen Sie so. Elektro schaut so aus. Bin gleich fertig. Und die Vorteile dieser Geschichten sind dann, dass halt jedes Teil, beim Fall die Steckdose, alle technischen Werte bereits enthält, die gebraucht werden. Auch der Kunde bestimmt, und das ist die große Gefahr für Handwerksfirmen, wenn sie sich nicht einstellen, wenn sie für die Industrie arbeiten, die Industrie stellt sich momentan um, die verlangt, dass sie am Ende ein Modell abgeben mit gewissen Werten, die das Facility Management des Industriebetriebes braucht. Wenn sie das nicht können, bekommen sie den Auftrag nicht mehr. Herr Kaiser, ich sage Dankeschön für diese, sagen wir mal, sehr, sehr tiefe Einführung schon mal am Anfang. Sehr, sehr anschaulich. Da wird sich jetzt meine erste Frage anschließen. Wie wirkt sich denn BIM auf Planung und Zusammenarbeit jetzt von in Bau, TGA und SAK-Betrieben aus? Was würden Sie sagen? Es ist ein totaler Wandel. Wer sich nicht umstellt, ist nicht mehr dabei. Wir selber, mein Büro, hat große Projekte in Deutschland gewonnen, weil wir BIM beweisen können, dass wir es können. Viele andere können es nicht. Es wird am Ende extrem positiv, weil die vielen Fehler, die Sie kennen, dass wir während der Ausführung irgendwelche Schlitze neu klopfen, Durchbrüche neu machen, das gibt es nicht mehr. Die Probleme werden einfach komplett eliminiert. Für die Planer ist aber das Problem, dass sie sich umstellen müssen. Sie müssen diese Technologie können, sonst sind sie auch schlichtweg nicht mehr dabei. Was würden Sie sagen, wofür lässt sich BIM, also das BIM-Modell, alles nutzen? Vielleicht können Sie dann mal ein konkretes Beispiel nochmal erklären. Also BIM wird in allem gebraucht, was auf der Erde existiert, nicht nur für Häuser, auch für die ganze Versorgung. Die ganzen Elektrizitätswerke stellen bereit auf BIM um. Jeder Neubau, jeder Altbau, jeder Umbau, alles wird künftig mit BIM passieren. Jetzt lassen Sie uns mal über die Qualität sprechen. Sie haben gerade schon angedeutet eben in der Präsentation, welche Auswirkungen hat BIM, also auf Planung, Ausführung, Zusammenarbeit und vor allem die Projektkosten. Also die Kosten wird es meines Erachtens deutlich erniedrigen, weil die Fehler, die wir kennen, nicht mehr passieren werden. Diese ganzen Nacharbeiten wird es nicht mehr geben. Es ist so, dass es ein viel harmonischeres Miteinander werden wird generell, weil die Problemchen nicht mehr da sind. Wir müssen keine Fehler mehr verstecken. Wir müssen sie nicht mehr dem anderen in die Schuhe schieben. Es war einfach von Anfang an richtig. Aber es hat durch extreme Konsequenzen, weil die Firmen sich umstellen müssen. Sie müssen sich möglicherweise eine neue CAD-Software kaufen, wenn sie ihre nicht kann. Sie müssen sich schulen lassen, sie müssen sich einweisen lassen. Ist sehr, sehr positiv, weil wenn man es einmal gemacht hat, man extrem positive Effekte auch im Unternehmen hat. Aber man muss das Thema halt rechtzeitig angehen. Aber würden Sie sagen, die meisten haben so ein bisschen den Zug verpasst? Absolut, absolut. Wenn ich in die Zuschauer reinschaue, sind meine eigenen Kollegen da, noch ein Kollege. Und die im Ganzen, wir haben 2025 die Zwangsumstellung in vielen Bereichen. Und ich bin auf vielen Messen unterwegs und erzähle das immer wieder.
Aber manchmal hört mir jemand zu, geht heim und vergisst's. Aber es wird für viele ein böses Überraschen geben. Es wird Bereiche geben, wo Firmen pleite gehen, weil sie Großkunden verlieren, die morgen einfach sagen, ab heute brauchen wir es. Vielleicht haben wir da im Anschluss gleich noch ein bisschen Zeit, noch drüber zu sprechen, Herr Kaiser. Was würden Sie denn sagen, wie unterscheiden sich die Abläufe bei der Nutzung von BIM gegenüber den herkömmlich digital erstellten Plänen in einem Planungsbüro, in einem ausführenden Handwerksbetrieb, und welchen zusätzlichen Nutzen bringt BIM jeweils in den Prozess? Gehen wir mal vielleicht auf die Handwerksfirmen ein. Die haben bisher einen Plan bekommen im 2D, der war vielleicht nie ganz fertig. Wenn es Richtung MSR gegangen ist, war es überhaupt nicht fertig. Dann hat die Handwerksfirma selber irgendwas gemacht. Das wird es alles nicht mehr geben, sondern er bekommt wirklich den Begriff, der Modell heißt ja heute tatsächlich ein Nachbau. Er bekommt ein echt funktionierendes Teil, mit dem er arbeiten kann. Er muss auch nicht mehr mit dem Lineal irgendwas rausmessen, mit Bleistift irgendwas zählen und bestellen, sondern er wird aus dem BIM-Modell, wird er unmittelbar an sein Großhändlersystem Mengen übergeben, fürs Gebäude A oder fürs Gebäude B, und die werden richtig sein. Das ist so ein Beispiel, und jetzt vielleicht doch nochmal zurück, jetzt viele haben den Zug vielleicht verpasst schon, auch gerade im Handwerk. Was würden Sie sagen, wie weit ist BIM in den unterschiedlichen Gewerken des Handwerks angekommen? Wenn wir von den Handwerksfirmen ausgehen, keine 5%. Keine 5%? Behaupte ich ja. Ja, das ist eine dramatische Zahl eigentlich. Das ist eine dramatische Zahl. Jetzt vor dem Jahreswechsel auch? Ganz genau. Ja. Und es geht nicht nur um den Jahreswechsel, dass Bund und Länder umstellen. Ich kenne viele große Industrieunternehmen, große Lebensmittelkonzerne, die weit verteilte Liegenschaften haben. Die haben bereits umgestellt, die Handwerker, die für die tätig sind, wissen es nur noch nicht. Aber eines Tages, in absehbarer Zeit, legen die den Schalter um. Herr Kaiser, das Gute ist ja, unser Gespräch wird ja auch wie jedes andere Gespräch auch aufgezeichnet und kann im Nachhinein nochmal ganz ausführlich angeschaut werden. Das ist vielleicht auch ganz gut. Wahrscheinlich hat das Gespräch dann ab 01.01.2025 die höchsten Klickzahlen. Aber dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Ja, es ist noch nie zu spät, weil es kann euch sein, dass Sie einen Dienstleister haben, der nicht nächstes Jahr umstellt. Aber es ist absolut 11:55, um mit dem Thema anzufangen, weil es sehr interessant ist, gerade für Techniker wahnsinnig begeisternd ist. Es ist ja was ganz, ganz Schönes, damit zu arbeiten, aber man muss natürlich sich ein bisschen einarbeiten. Ich habe das Glück, dass ich seit 2017 begleiten darf, bundesweit. Ich durfte erleben, bis aufgebaut wird. Wer heute einsteigt, muss natürlich komplett ins kalte Wasser springen und muss alles machen. Was würden Sie sagen, es gibt so ein paar Betriebe, für die BIM besonders relevant ist? Welche wären das? Also es wird vielleicht nicht relevant für die Betriebe, die nur kleine Reparaturen machen, die Heizung austauschen oder so Geschichten. Da wird es vielleicht nicht notwendig werden, aber ich warne davor zu glauben, dass ein Neubau-Wohnhaus nicht in Frage kommt. Bei uns in der Gegend gibt es ganz viele große Technikfirmen, deren Mitarbeiter auch mal ein Haus bauen. Kennen viele Namen vielleicht. So, und die werden morgen ihr Haus im BIM geplant haben wollen, auch wenn es nur ihr Privatwohnhaus ist. Also die im Unterhalt sind von Privatwohnhäusern, wird es nicht treffen. Aber alle anderen wird es massiv treffen. Welche Voraussetzungen muss ich denn jetzt als Betrieb erfüllen, um BIM erfolgreich einzusetzen? Also vielleicht zum einen technisch und zum anderen vielleicht auf der Ausbildungsseite. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen. Kleine Schleichwerbung, man muss sich in das Thema einarbeiten. Gerne. Das heißt, Sie brauchen eine CAD-Software, die es kann. Sie brauchen die Daten, die es können. Sie brauchen das Wissen dazu. Was ich anbieten kann, ist zum Beispiel das Leitbuch für die Elektrotechnik in Deutschland. Ist zwar für Elektro geschrieben, gilt aber für HLSK ganz genauso, sind die gleichen Prinzipien dahinter. Man muss sich einfach mal einarbeiten, mit Liebe das Thema leben, auch im eigenen Betrieb vielleicht. Vielleicht einfach das eigene Betriebsgebäude mal in BIM nachbauen, und dann ist es gar nicht so schwierig, weil, gerade weil wir Techniker sind, ein Maler oder ein Schreiner wird sich schwerer tun, aber HLSK und Elektro liebt doch Technik. Vielleicht ist das auch eine schöne Idee zu Weihnachten. Coole Idee zu Weihnachten kann man bei Amazon kaufen, ja, zum Beispiel. Herr Kaiser, ich meine, ich habe die nächste Frage ist, wie würden Sie einen Handwerksunternehmer oder Unternehmerin überzeugen, dass sich die Einführung von BIM für Ihren Betrieb lohnt? Welche Argumente lassen sich ja aufführen? Aber im Grunde genommen ist es ja eindeutig. Ja, es ist einerseits der Zwang vom Markt, aber es ist auch die enormen Möglichkeiten, den Fachkräftemangel zu beseitigen. Wir gehen heute in vielen Bereichen ganz alte Schritte. Auf der Baustelle beim Aufmaß, auf der Baustelle bei der Bestellung, im Büro bei der Angebotserstellung. Diese ganzen manuellen Schritte wird es nicht mehr geben. Sie werden ganz viele Mitarbeiter für diese Tätigkeiten gar nicht mehr brauchen und werden sie für was Vernünftiges einsetzen können. Jetzt haben Sie eben gesagt, BIM ist vielleicht hier in der Branche erst bei 5% angekommen. Woran liegt denn das? Liegt es an der Hürde der IT-Kenntnisse? Was glauben Sie, woran liegt es? Es liegt einerseits daran, dass seit vielen Jahren die Firmen viel zu tun hatten
uns nicht nötig hatten. Es liegt aber auch daran, das muss man ganz klar sagen, das erlebt man in Deutschland ja, dass viele in Deutschland nicht mehr bereit sind, in die Zukunft zu gucken. Das haben wir schon immer so gemacht, das ist ein Riesenproblem. Und wir brauchen wieder Leute, die ihren Job so lieben, dass sie sich auch für Neuerungen interessieren. Und daran scheitert es momentan. Lassen Sie uns mal auf den Punkt IT-Kenntnisse eingehen. Wie müssen die denn sein für mich als Unternehmer, dass ich halt mit BIM arbeiten kann? Gar nicht wirklich schwierig. Die Software sind ja oft ergonomisch nutzbar. Aber wenn jemand natürlich bisher die Rechnungen von seiner Sekretärin hat schreiben lassen und den Rest nicht wusste, für den wird es schwierig. Weil künftig muss dann, ich sage das auch so deutlich, im HLSK-Bereich, die Werk- und Montageplanung, die viele abgeben müssen, wird künftig auf dieser Weise sein. Künftig werden wir nicht mehr einen alten 2D-Plan vom HLSK-Planer einfach kopieren, das Logo austauschen. So funktioniert es künftig nicht mehr. Jetzt habe ich eine bestimmte Software in meinem Handwerksbetrieb. Kann ich denn damit generell immer mit BIM arbeiten oder wie sieht das aus? Das kann man nicht sagen. Man muss gucken, welche Software es ist. Es gibt viele, die es können. Auch einige bekannte Namen. Aber es ist so, dass sich die Spreu vom Weizen gerade trennt. Es gibt nicht mehr so viele, die es können. Manche stellen nicht um. Aus der HLSK-Branche kenne ich ja einige Namen, die können es nicht. Damit muss man sich ganz explizit damit beschäftigen, wie weit der jeweilige Anbieter schon ist. Lassen Sie uns nochmal, Herr Kaiser, ein bisschen in die Zukunft blicken. Was glauben Sie, wie wird sich die Akzeptanz von BIM im Bereich TGA, SAK entwickeln? Worauf sollten die Unternehmer hier achten? Die wird sich sehr schnell entwickeln, weil die Auftragslage sinkt. Man kann sich nicht mehr die Arroganz erlauben, nicht mehr alles zu brauchen. Das zweite Problem ist, wenn ich den ersten Kunden verloren habe, dann muss ich handeln. Das heißt, die Akzeptanz wird ganz schnell aus der Not heraus passieren. Vielleicht können wir nochmal die Brücke schlagen. Ihr Buch ist ja noch eingeblendet. Das wäre so eine Möglichkeit, sich über das Thema zu informieren. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also alle Handwerksverbände, vorrangig meiner, ich bin ja der Vertreter des Deutschen Elektrohandwerks, bieten viele Schulungen an. Die Handwerkskammern beginnen bereits damit. Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz hat die Meisterausbildung bereits in diesem Jahr umgestellt und hat in der Meisterausbildung bereits BIM gemacht. Ansonsten kann man sich von den Verbänden Innungen beraten lassen oder auch von mir. Wenn die Firmen größer sind, biete ich auch gerne an, bei der Eigenarbeitung zu helfen. Herr Kaiser, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Wenn ich schon so einen Experte wie Sie hier auf der Bühne habe, würde ich gerne mal darüber sprechen. Die Idee BIM, die ist ja, ich meine, das ist ja dramatisch, hier in der Branche erst 5%, wobei die Idee gibt es ja schon relativ lang. Was würden Sie sagen, wann hat das angefangen? Wann kam das Thema BIM zum ersten Mal auf? Also vor 10, 15 Jahren haben andere Länder damit intensiv begonnen. Wir Deutschen und auch die Österreicher sind da weit hinterher. Wir haben uns in den letzten Jahren einfach ausgeruht auf dieser extrem laufenden Wirtschaft. Aber China, Japan oder nordische Länder machen es eigentlich schon lange. Unabhängig davon, ob ich muss oder nicht, stellt es eine Riesenchance dar, weil es die Abläufe in meinem Unternehmen endlich digitalisiert, modernisiert. Und das haben wir einfach verpasst. Alle anderen haben es schon gemacht. Und jetzt sind wir dran. Aber ich bin überzeugt, wer einsteigt, für den ist ein gewaltiges Unterscheidungsmerkmal. Mein Haus zum Beispiel hat viele Projekte bekommen, Großprojekte in München, 450 Wohnungen zum Beispiel, die hätten früher Münchner Elektroplaner bekommen, die sind heute komplett aus der Nummer raus, weil sie nicht in der Lage sind, BIM zu machen. Und da liegt die Chance, jetzt sich ein Unterscheidungsmerkmal, ein USP zu schaffen, wo man wieder an Aufträge rankommt, zu coolen Preisen, auch in dieser Zeit, weil man sich da einfach unterscheidet. Jetzt haben Sie eben gesagt, diese 5% beim Thema BIM in der Branche. Lassen Sie uns das mal ein bisschen globaler nochmal anschauen, beim Thema Digitalisierung. Wie weit sind wir da? Sieht das da ähnlich dramatisch aus bei dem Thema? Also ich kann jetzt nicht alles sehen, ich kenne nur das Handwerk und ich bin überzeugt, im Handwerk ist natürlich die allgemeine Digitalisierung weiter. Wir haben natürlich Rechnungssoftware, wir haben ein iPad. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass das noch nur ein Zwischenschritt war. Das heißt, viel, was Digitalisierung war, wenn man den Betrieben auch heute auf der Messe erzählt, zeugen sich ein iPad fürs Aufmaß, dann sage ich ihnen, tun sie es nicht, weil Aufmaße werden 2025 abgeschafft. Es wird kein Aufmaß so mehr geben, wie sie es kennen auf dem Papier oder am iPad, sondern künftig wird modellbasiert ausgewertet. Das heißt, wir werden im Digitalisierungsbereich deutlich weiter sein, aber es war nur ein Zwischenschritt für diesen Bereich. Als letzte Frage vielleicht noch einen kleinen Ausblick nach vorne, Herr Kaiser. Was wird sind die nächsten großen, also ich sag mal, BIM gibt es ja schon länger, aber kommt jetzt nochmal ganz massiv, weil es ja nicht anders geht. Dann haben wir künstliche Intelligenz. Was ist so noch? Was glauben Sie, wie sieht es so in der Branche aus in 5 bis 10 Jahren? Wie spielt das da alles miteinander? Also BIM ist ja nicht irgendwas, was jetzt mal da ist und irgendeine Nachfolge hat, sondern BIM ist einfach nur der Ersatz für den weißen Plan.
So, und BIM wird sich weiterentwickeln. Heute reden wir von 10 Dimensionen, auf Ihrem Zettel standen noch 3, weil zum Beispiel die Nachhaltigkeit drin ist, weil andere Themen Stück für Stück dazukommen werden, der CO2-Fußabdruck und die Dinge. Das heißt, es wird sich da weiterentwickeln. Die KI kommt natürlich auch, weil wenn wir tatsächlich digital planen, können wir KI einsetzen. Es gibt heute schon Optionen. Wenn ich ein Gebäude habe mit 50 Büros, muss ich nur ein Büro beplanen und die anderen 49 macht die KI. Und da liegen Riesenchancen drin, einfach im Unternehmen, auch im Handwerksbetrieb, Synergien zu erzeugen, Kosten zu sparen und Margen deutlich nach oben zu kriegen. Gibt es Fragen an Herrn Kaiser aus dem Publikum? Ansonsten, Sie sind ja noch im Moment bei uns. Dann gibt es da noch Ihr Buch, wo auch ganz viel drinsteht. Ich sage Dankeschön für das Thema digitale Planungsmethode BIM. Für welche Betriebe ist sie relevant? Peter Kaiser, Geschäftsführer Kaiser am GmbH und außerdem ganz stark aktiv im ZVEH. Herr Kaiser, vielen Dank und einen schönen Messetag noch. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich um 12 wieder da. Dankeschön.